feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es ist Palmsonntag, der Beginn der Heiligen Woche. Und darum der Wochenspruch aus dem Johannesevangelium: Der Menschensohn muss erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Gott, hilf mir! Denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. Ich versinke in der tiefe Stein, wo kein Grund ist. Ich bin in tiefe Wasser geraten und die Flut will mich ersäufen. Ich habe mich müde geschrien, mein Geist ist heißer. Meine Augen sind trübe geworden, weil ich so lange harren muss auf meinen Gott. Ich habe bete zu dir, Herr, zur Zeit der Gnade. Gott, nach deiner großen Güte, erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. Errette mich aus dem Schlamm, dass ich nicht versinke. Dass ich errettet werde von denen, die mich hassen, und aus dem tiefen Wasser. Dass mich die Flut nicht ersäufe und die Tiefe nicht verschlinge und das Loch des Brunnens nicht über mich schließe. Erhöre mich, Herr, denn deine Güte ist größtig. Wende dich zu mir nach deiner großen Barmherzigkeit. Und verbirg dein Angesicht nicht vor deinem Knechte, denn mir ist Angst. Erhöre mich eines. Nahe dich zu meiner Seele und erlöse sie. Gott, deine Hilfe schütze mich. Wir beten weiter. König des Friedens, bringe Frieden deinem Volk, Herr, erbarme dich. König der Gerechtigkeit, richte Recht und Gerechtigkeit im Volk auf Christus hinaus, Christus, erbarme dich. König des Erbarmens, wende dich den Notleidenden und Armen zu, Herr, erbarme dich. Amen. Der Stille gebt mir zu Gott. König des Friedens, bringe Frieden deinem Volk. Amen. Ich lese aus dem Buch Jesaja, Kapitel 50, Verse 5 bis 9. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet, und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Ich bot meinen Rücken da denen, die mich schlugen, und meinen Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Scham und Speichel. Aber Gott, der Herr, hilf mir, darum werde ich nicht zu Schanden. Darum habe ich mein Angesicht hart gemacht, wie ein Kieselstein, denn ich weiß, dass ich nicht zu Schaden werde. Er ist nahe, der mich gerecht spricht. Wer will mit mir rechten? Lasst uns zusammen vortreten. Wer will mein Recht anfechten? Der komme her zu mir. Siehe, Gott der Herr hilft mir. Wer will mich verdammen? Siehe, sie alle werden mein Kleid zerfallen. Motten werden sie zerfressen. Thank you.
Menschen gibt, die meinen, mit Waffengewalt ihr Land größer machen zu wollen. Und das bei einem Land, welches ohnehin schon mit mehr als 17 Millionen Quadratkilometern mit Abstand das größte Land dieser Welt ist. Das nächstgroße oder nächstkleinere Land weltweit, Kanada, hat knapp 10 Millionen Quadratkilometer. Und wenn man sich anguckt, die Bevölkerungsdichte in jedem großen Land beträgt nicht mal 9 Einwohner je Quadratkilometer. Zum Vergleich, wir in Deutschland haben etwa 230 Einwohner je Quadratkilometer. Warum muss ich so ein Land noch größer machen? Ich verstehe auch nicht, warum einem ehemaligen US-Präsidenten, der sich vor allem durch seine Inkompetenz, durch Pöbelei und sexistische Sprüche aufgefallen ist, warum so einem Präsidenten immer noch Menschen nachfolgen wollen. Aber ich verstehe auch nicht, warum es uns als Gesellschaft, und damit schließe ich mich völlig mit ein, warum es uns als Gesellschaft so schwer fällt, sich zu üben, und so die Lebensgrundlagen zur nachfolgenden Generation besser schützen zu können. Man muss nicht alles verstehen. Nein, ganz besonders unverständlich ist es, warum wir Menschen oft so im sehenden Auge ins Verderben rennen. Und das galt wohl einst selbst für Jesus von Nazareth. Ich lese den Predigtext des heutigen Sonntags, der steht im 12. Kapitel des Johannes. Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem gekommen wäre, nahmen sie Palmenzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, du Tochter Zion. Siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsbüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so an ihm getan hatte. Die Menge aber, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und ihn von den Toten auferweckte, bezeugte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen miteinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Ihr Lieben, das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Na, da fühle ich mich ja in der Gesellschaft. Wenn die es auch nicht geblickt haben oder erst viel, viel später, wie es der Evangelist Johannes schreibt. Doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand, man so an ihm getan hatte. Aber heute ist noch nicht Ostern, sondern heute ist Palmsonntag. Und so möchte ich mich zu den Jüngern stellen, die den König des Israels auf einem Eselchen reiten sehen. Tatsächlich, im griechischen Text steht hier nicht ein junger Esel, sondern eine Verkleidungsform, ein Eselchen. Das klingt herzlich, gewiss. Das Passafest steht vor der Tür, das Fest der Freiheit, die Tempelsänger grüßen: Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Einen der Pilger, jenen Propheten aus Galiläa, jenen Totenerwecker aus Galiläa, rufen die Menschen zu und erheben ihn, Jesus von Nazareth. Kein Wege werden geschwungen zu Ehren des Königs Israel. Ja, die Menge ruft und ist begeistert. Was brodelt da in uns Menschen? Welche Hoffnung und welche Erinnerungen? Könnt ihr euch noch an Karl Theodor erinnern? Ist schon ein paar Jährchen her. Jetzt ist der Boris, der neue Liebling unter unseren Ministern, fast schon so lieb wie jener Karl Theodor, der damals in den vielen Namen. Aber auch bei ihm war das Kreuz nicht weit weg. Naja, es ist auch ziemlich doof, wenn man seine eigene Doktorarbeit nur aus abgeschriebenen Texten schreibt. Die Menge da ruft und ist begeistert. Sie
Sind hier vielleicht Fanatiker dabei, Abenteurer oder Gewaltbereiter? Wie schnell kann aus der Feststimmung die Feststimmung umschlagen und aus der Erhebung des einen der Aufstand der vielen werden? Nach der Speisung der 5000, so erzählt Johannes, wollte man Jesus schon einmal zum König machen, zum Brotkönig. Damals entwich er noch, so erzählt es der Evangelist. Aber heute kommen sie machtvoll entgegen. Und er kann nicht mehr ausweichen. Lässt der Gottgesandte sich in den Hinterhalt menschlicher Wünsche ziehen? Ein Fingerschnipp von ihm hätte sicherlich genügt, damit man ihn nicht nur wie beim Kindergeburtstag hochleben lässt, sondern ihn wirklich zum König führt, gleichsam als Volkstribun, der natürlich schnell zu den Waffen greifen muss, um die Macht, die er gar nicht besitzt, gegenüber anderen Tribunen zu schützen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Jesus fand ein Eselchen und ritt darauf. Ja, das bekannte, überlieferte Bild vom Palmsonntag, das erfährt hier im Johannes-Evangelium eine merkwürdige Über- und zugleich auch Untertreibung. Johannes, der Evangelist, geht oft spielerisch mit den Vorlagen der drei anderen Evangelien um und bringt so seine eigenen Akzente. Und sein Licht sitzt nun Jesus auf einem Eselchen, einem Mini-Esel. Das klingt fast so wie jenes Steckenpferd, auf dem manchmal kleine Kinder durch die Wohnzimmer zu Hause reiten. Luther macht es uns leicht in seiner Übersetzung. Er spricht ja von dem jungen Esel. Und da habe ich früher schon immer gefragt, ob der Esel nicht unter der Last zusammenbrechen wird. Aber im griechischen Schild hat es Eselchen. Will ich? Kann ich in diese unwirkliche Szene eintreten? Kann ich das ertragen und Jesus dabei zusehen? Das Volk jubelt und streut Palmen und der Evangelist verkleinert das königliche Reittier. Sein Herrscher zieht wenig feierlich auf wackeligen Beinen. Was für ein skurriles Bild. Das ist doch Fantasie, möge man da denken, oder Ironie, die passende Königserhebung des Wanderpredigers zu einem skurrilen Eselchen Einzug macht. Im Mittelalter, noch in der frühen Neuzeit, spielte man auch in unserer Region den Einzug Jesu in Jerusalem nach. Im Prediger von Schwäbisch Gmünd, da findet man auch so einen Holzesel. Darauf sitzt Jesus, und weil sein Holztier nicht laufen kann, stellt man den Esel eben auf einen Karren mit vier Rädern. Auch im Schwäbisch Hall statt Museum findet man auch so einen schönen Palmesel. Und weil man früher schon sparsam war, da war eben dieses Eselchen auch nur klein. War nicht dieser richtige Reittier und darauf saß ein Eselgang. Echt ein Nachzug, der durch unsere Städte früher gegangen ist. Ich weiß nicht genau, ob Jesus selbst jene literarische Posse auf die Mächtigen, die mit ihren Rossen dahinfliegen, wie es beim Propheten Jesaja ist, ob Jesus diese Posse, die der Evangelist hier mit uns macht, oder die gut geheißen. Vielleicht hätte er sich immer aufregen und gesagt, lieber Johannes, mach mich nicht zu Buch. Aber Johannes tut es so. Er mutet uns das zu. Und dann bleibt die Frage, kann man solch einen Narrenkönig auf dem Tier der Armen ehren? Schon wenige Tage später kommt jene Eselei Jesu, kommt seinem Nachzug wieder zur Sprache. Mit keinem geringeren, nämlich als mit Pontius Pilatus. Der fragte ihn nämlich, bist du der König der Juden? Wie sehr sich der römische Prokurator und seine Soldateska über jeden Wanderprediger amüsieren, das zeigen sie schon ein paar Stunden später. Mit Dornenkrone, Umhang und Kreuzenschrift König der Juden. Doch zuvor reagiert Jesus auf die Frage des Römers: Mein Reich ist nicht von dieser Welt, es ist eine Eselei. Und wo wir schon bei den Eseleien sind, das älteste uns bekannte Bild von Jesus, was es überhaupt in der gesamten Kunstgeschichte gibt, ist das Bild eines Gekreuzigten.
und Esels. Und darunter steht in krakeligen griechischen Buchstaben: Alexandros betet seinen Gott ein. Jenes Spottkruzifix vom Palatin Mitte des 2. Jahrhunderts in Rom vor dem Hauk, also auf 100 Jahren ungefähr gefunden, wo drauf ist, wie sozusagen dieser Alexandros offensichtlich ein Christ ist, einen Esel anbietet. So wird das in der römischen Welt wahrgenommen, was die Christen tun. Ein Esel. Vermutlich sind wir alle viel zu viele Kindergottesdienstbeschädigte, um die Anstößigkeit dieses Palmsonntags wirklich noch zu verstehen. Denn seit meinen Kindertagen liebe ich diesen Sonntag. Dabei ist hier eigentlich alles skurril und die verwunderten oder eher vertretenen Augen der Jünger sind mehr als berechtigt und ihr Unverständnis kommt aus tiefstem Herzen. Erst viel, viel später, so lesen wir, fangen die Jünger an zu verstehen. Sicherlich suchten sie einst genauso wie im Unverständnis nach Antworten, wie wir uns heute fragen, woher die Eselein von Putin träumen und von uns selbst kommen, auch wir alle solche Esel sind. Eine Erklärung für das, was Jesus da tat, finden sie dann beim Propheten Zacharja, der davon schreibt: Siehe, ein König kommt zu dir, ein Gerechter, ein Helfer, Arm und Reiter auf einem Esel, auf einem Füllen mit einer Esel. Im Nachhinein verstehen sie. Aber bekanntlich ist die Erfüllung von Prophezeiungen immer am leichtesten nachzuweisen, wenn sie bereits eingetreten sind. Amen.
an uns und wischt alle Tränen ab. Wir singen dir Hosianna zu Jesus Christus und bitten dich, höre auch, Empörung den Jubel verdrängt. Jugendliche sind wütend. Die Machtlosen fragen danach, wann die Mächtigen ihre Verantwortung gerecht werden. Höre uns und gib den Mutigen langen Atem. Wir singen dir Hosianna zu Jesus Christus und bitten dich, höre auch, wie Spott den Jubel verdrängt. Die Starken verachten die Schwachen, die, die sich für unverletzlich halten, sehen hast. Höre uns, geschaffe deinen Frieden Raum. Wir singen dir Hosianna zu Jesus Christus und bitten dich, höre auch, wie Enttäuschung den Jubel verdrängt. Die Suchenden sehnen sich danach anzukommen. Die Verklagten hoffen auf Gerechtigkeit. Höre uns und zeige du den Weg zum Leben. Wir singen dir Hosianna zu Jesus Christus und bitten dich, höre auch den Jubel deiner weltweiten Kirche. Höre uns und alle, die in dieser Woche aus deinen Leiden Hoffnung schöpfen. Höre uns, segne uns diese heilige Woche. Amen. Und gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuld. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr lasse leuchten sein Gesicht über dir und seine Gnädigkeit. Der Herr erhebe sein